Hi Leute und ein herzliches Willkommen bei einem weiteren Projekt auf diesem Kanal und zwar No Man's Sky. Ich habe lange überlegt, ob ich das Let's Playen sollte, aber ich habe da eigentlich mal richtig Bock drauf. Genau, wir haben hier verschiedene Modi. Entspannt werden wir nicht machen, weil das ein bisschen zu easy ist. Kreativ, da gibt es ja gar keine Survival-Herausforderungen. Genau, das hier Gemeinschaftsexpedition, keine Ahnung, was das ist. Genau, da kann man so ein bisschen überleben, ist ein bisschen härter, benutzerdefiniert kannst du so richtig krass, aber wir machen einfach normal. Eine unendliche Reise, erkunde ein grenzenloses Universum und überlebe. Weil auf Überleben, es ist denn schon manchmal nervig schwer und das ist auch nicht so, dass ich das jetzt so super kann, das Game, aber ich denke mal, ein moderater Schwierigkeitsgrad ist besser, ja. Oder sagen wir mal den normalen Schwierigkeitsgrad. Die klassische No Man's Sky Erfahrung, weil sonst musst du wirklich da richtig haushalten, richtig krass haushalten mit deinen Ressourcen, dass du überhaupt mit deinem Schiff mal abheben kannst und sowas alles. Und genau, und der Permadamage, also es gibt in diesem Spiel Permadamage, der ist dann kaum aufzuhalten. Und ja, das ist dann ein bisschen nervig einfach. Ich habe es mal probiert, auch mal ein bisschen so auf Überleben zu daddeln. Aber der normale Schwierigkeitsgrad war wirklich besser. Und das ist apropos eines der coolsten Ladescreens, oder? Es passt doch voll zum Game. Ich habe mir noch ein Käffchen gemacht. Genau, das andere Projekt auf diesem Kanal ist ja Minecraft. Minecraft und No Man's Sky, beides sehr freie Spiele, sage ich mal, Sandbox-Spiele, wo ich relativ frei bin im Reden und sowas und ich weiß nicht, ob ich, ich werde das erstmal so machen, weil irgendwie ein storybasiertes Spiel, wo man eine Story spielt, ist ein bisschen eine andere Herausforderung für einen Let's Player halt. Genau. Und okay. Initialisierung beginnen. Atlas Systemanzug wird initialisiert. Lebenserhaltung aktiviert. Schildgenetiksystem online. Grad Celsius. Multiwerkzeug und Minenlaser. Einsatzbereit. Benutzerinitialisierung abgeschlossen. Also ich muss sagen, der Start ist schon relativ episch, oder? Genau, man kann hier in Third Person spielen. Warnung, gefährliche Hitzewerte erkannt. Aber ich spiele lieber, warte mal, wo war das? Fotomodus, Gesten, Fahrzeuge, Kreaturen, war das bei Hilfsmittel? Genau. So, ich spiele lieber in First Person. Führe einen Scan durch, um Natrium zu finden. Oh, er ist kaputt. Wir müssen Ferritstaub sammeln. Hier ist Ferritstaub drin. Das sieht man dann immer, was hier was gibt. Das ist ein Tier. Aber wir haben reines Ferrit. Aber dafür brauchen wir einen fortgeschrittenen Minerallaser. Das ist unser Minerallaser. Man kennt es ja, ne? Bei Starbound hat man sowas auch. Man könnte sagen, das ist hier First Person 3D Starbound. So ein bisschen. So. Jetzt können wir
unseren Scanner reparieren. So. Und jetzt können wir scannen. So, wir sollen Natrium sammeln. Das sind die gelben Ponökels da. Und Natrium ist wichtig, damit wir immer unseren Wärmeschutz oder generell unseren Perma-Damage-Schutz aufzuladen. Auf diesem Planeten ist es zum Beispiel Hitze, aber es gibt auch noch andere Damage-Arten. Und wir sind hier auf einem sehr heißen Planet anscheinend. So. Schwuppsi. Und jetzt werden wir hier halt so ein bisschen rangeführt. Jetzt können wir hier, das ist der Gefahrenschutz und den können wir mit 11 Natrium ein bisschen aufladen. Cool, oder? Weiß nicht, können wir schon? Wie war denn das nochmal? Okay. Erreiche das markierte Signal. Ach, da. Okay, nutze das Jetpack, um über kurze Distanz zu fliegen oder Geschwindigkeitsboost des Exodings. Aber da bekommen wir ein bisschen, da bekommen wir schneller die Lebenserhaltung. Also dies unter dem Schild, seht ihr da links, ist so ein, naja, so ein Symbol für Puls eigentlich, so ein Herz mit so einer, mit so einem Pulsding. Was ist das denn? Und das sind quasi unsere HP. Was sind das für Tierchen? Also insgesamt finde ich das Spiel ziemlich cool, weil wir sehr viele Freiheiten haben, weil wir viel entdecken können und viel herausfinden werden, weil es hatte so viel Updates und ich habe es nie krass gespielt. Wenn wir die füttern, weiß ich nicht, was wir davon haben. Die Grafik ist manchmal ein bisschen ugly bei manchen Sachen, weil das hier alles, wie nennt sich das, prozedural generiert ist. Genau. Kann man so sagen. Wir können ab und zu mal scannen, zum Beispiel da hätten wir nochmal Natrium, da hätten wir auch nochmal Natrium. Da ist beides gleich weit weg. Das können wir ruhig nochmal mitnehmen. Oh, da ist eine Höhle. Ich glaube, Fallschaden gibt es so nicht. Genau, bei Gefahrenschutz, da können wir bei Escape, können wir, da gibt's, denke ich mal, so eine Enzyklopädie des Spiels. Alter, die Mucke, wie episch die ist. Und da kann man halt mehr erfahren, ne? Das hat sich aber gelohnt. Was ist denn das? Ein Schiff? Das Metall und Kohlenstoff. Okay.
Cool. Dann werden wir uns mal das hier angucken. Szenario Iteration Nummer 23118761T gelöscht. Versagen bei Grenzschichtablösung wahrscheinlich. Schiff 16 gelernt. Grund Wächterintervention. Vorsätzliche Übertragung. Analyse. Neue Iteration. Iteration generiert. Anomalieeindämmung vorbereitet. Übertragung. Übertragung empfangen. Reisenden-Anomalie entdeckt. Anomalie ist fügsam. Position verzeichnet. System-Integritätsscan initialisiert. Wer war das? War da jemand? So, betrete das abgestürzte Schiff. Strahlende Säule BC1. Iterationsnummer 23948290849249249249924G online. Atlas-Verbindung unregelmäßig. Startschubdüsen offline. Impulsantrieb offline. Ich finde mich in einer seltsamen Welt wieder, ohne Ausrüstung und in Gefahr. Ich weiß weder, wie ich hierher gekommen bin, noch was davor war. Doch zumindest dieses Schiff scheint mich zu erkennen. Die Steuerung reagiert auf meine Berührung oder jedenfalls auf die meines Exo-Anzugs. Ich bin noch nicht tot und dieses Schiff ist eine Rettungsleine hinauf zu den Sternen. Protokoll Hashtag 4925A nicht verfügbar. Daten werden ersetzt. Exo-Anzug verbunden. Vorschlag. Pilot sollte Wartung durchführen. Gewünschter Reparaturweg auswählen. Selbstgesteuerte Reparaturprotokolle eingeleitet. Hat sich die KI gerade verlesen? Impulsantrieb sorgt für den nötigen Flugantrieb im Weltraum und in der Atmosphäre. Das System ist schwer beschädigt. Für die Reparatur benötigst du Metallplatten und ein hermetisches Siegel. Steige mit E aus. Biom überaus warm. Okay. Metallplatte. Wir sollen Ferritstaub sammeln. Und das ist gar kein Problem. Oh, guck mal, voll viel Sauerstoff. Greife mit Tab auf dein Inventar zu, stelle mit etwas im leeren Plätzen her. Okay, also hier können wir quasi eine Metallplatte bauen. Und den Impulsantrieb des Schiffes einsetzen. Jetzt brauchen wir noch ein hermetisches Siegel. Betritt das Schiff und sieh dir den Diagnosebericht des Schiffes an. Iteration Nummer 23948290849249924G. Funktionstüchtig. Raumschiff schwer beschädigt. Unverzichtbare Bestandteile fehlen. Die erforderlichen Komponenten konnten nicht synthetisiert werden. Der Impulsantrieb benötigt ein hermetisches Siegel. Unterstützung anfordern. Empfehlung. Iterationsvergleich zeigt hermetisches Siegel in der Nähe. Planetenkarte als Notrufsignallager bergen. Aus, nicht als. Gut, da müssen wir jetzt hinlaufen quasi. Und ich denke mal... Achso, nee, da müssen wir erstmal hier, genau. Ich spiele in das Gehäuse des Signals. Neben einer Notrufübertragungseinheit enthält es eine Planetenkarte. Sehr cool. Öffne, um die Daten anzuzeigen. Markiere die Karte und benutze E, um eine Route zu planen. Planetenkarte. Route planen.
Na, ist schon ziemlich cool, oder? Es ist schon ziemlich cool. Bumm. Dann werden wir mal dahin laufen. Die Höhle sieht sehr interessant aus. Aber I don't know. Ich weiß gar nicht, was das da alles sein soll. Ich habe etwas Angst. So, wie weit ist das weg? Oh, das ist eine ganze Weile weg. Zu Fuß jedenfalls. Genau, und wir werden hier total viele Upgrades finden, was alles angeht eigentlich. Oh, Exo-Boost. Jetpack-Boost. Yeah. Die scheint friedlich zu sein. Sprinten kostet so viel Lebenserhaltungsbums. Oh, bevorstehender Sturm. Es gibt auch immer so Peak-Wellen von dem Perma-Damage. Zum Beispiel hier wäre das so ein Sturm. Ein Hitzesturm. Und hier ist Gott sei Dank eine kleine Höhle. Und da können wir, glaube ich, reingehen. Höhlenkürbis. Genau, jetzt ist draußen ein Sturm. Aber ich glaube, den Höhlenkürbis lassen wir mal hier, weil der würde jetzt nur unser Inventar zuschisseln. Und das können wir gerade nicht gebrauchen. Oh, hier ist eine Sackgasse, wa? La 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 la. Vor allem hier unten sind bloß 16 Grad. Was kühlt denn hier so krass ab? Was ist das eigentlich? Nicht identifizierte Pflanze. Oh ne, immer noch Sturm. Okay. Sauerstoffwiederverwerter. Erhöht die Grundkapazität des Lebenserhaltungssystems und ermöglicht es so, dem Benutzer länger ohne Aufladung zu überleben. Technologie installiert. Cool. Mehr können wir nicht bauen, ne? Sehr cool, konnten wir schon eine Technologie reinbauen, die uns langfristig Vorteile bringt. Okay. Die Steine hier sehen crazy aus, wie so, irgendwie so wie Knöppe. Genau, und was ich mal entdeckt habe, war ein Planet ohne Perma-Damage, aber der war voll mit Gegnern.
die dich ständig angegriffen haben. Und das war viel schlimmer. Da konntest du nichts machen. Oder ich war da jedenfalls noch zu schlappi für. Das sieht auch sehr interessant aus. Was haben wir denn da? Hallo. Er hat auf jeden Fall Angst vor uns. Lebender Schleim. Was haben wir jetzt bekommen? I don't know. Dum, 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 dum. Auf jeden Fall, ich find's total cool, so eine crazy Planeten zu entdecken und so, mir das alles anzugucken und so. Deswegen spiele ich das Game viel lieber in First Person, weil das gibt mir irgendwie mehr das Gefühl. So, wir sind da, Leute. Und das ist auf Überleben tatsächlich schwieriger. Ah, guck mal, ein verborgenes Tech-Modul. Aber wir haben noch kein... Wir haben nur einen Minenlaser. Man könnte jetzt, weil das so in der Erde ist, man könnte mit einem Torrent-Manipulator könnte man sich da reinbuddeln quasi. Aber den kriegen wir eigentlich auch relativ früh. I guess. Nanit erhalten. So, wir gehen mal erstmal hier rein und gucken, was es hier so gibt. Hallo. Da war Kohlenstoff drin. Hier gibt es doch irgendwie immer Geld. Das hier ist auf jeden Fall so eine Raumkapsel. Okay, kann man mehrere Male raufklicken. Hier gibt es manchmal so eine Module, wo Geld drin ist. Oder Nanit oder Credits oder was weiß ich. Hier, sowas hier. Genau. Units, genau. Da waren 670 Units drin. Krass, oder? So, und hier ist das hermetische Siegel vielleicht. Archivzugriff erfolgt. 6 von 7 Protokollen beschädigt. Eintrag, Hashtag 4924a folgt. Niemand. Mache diese Aufzeichnung für den Fall. Hinterlasse im Hersteller. Könnte von Nutzen sein. Visier beschädigt. Kann das Schiff nicht finden. Vorräte bergen. Das Protokoll endet und die Maschine erwacht zum Leben und spuckt Vorräte aus. Ich habe das hermetische Siegel, das ich zur Reparatur meines Schiffs benötige. Wer immer mich hierher geführt hat, wer immer diese Nachricht hinterlassen hat, vielleicht befand er sich in der gleichen Situation wie ich jetzt. Cool. So. Dann werden wir mal zurückgehen. Verwende das Analysevisier. Das Analysevisier ist ein Apparat zur planetaren Erkundung, der nahegelegene Punkte von Interesse lokalisiert und markiert. Man kann mit ihm ebenfalls Pflanzen, Tiere und Mineralien analysieren. Die Analyseergebnisse sind nicht nur aus kommerzieller Sicht wertvoll, sondern weisen auch auf zusätzliche Ressourcen an. Also wir kriegen dafür auch Geld, wenn wir etwas erkunden. Kohlenstoff-Nanorohr benötigt. Okay, beginne mit der Installation des Analysevisiers. Was wir ja alles haben. Technologie installiert. Ein Kohlenstoff-Nanorohr. Sammle Kohlenstoff. Kohlenstoff, Nanorohr, oh.
cool. Warte mal, ich wollte nochmal was gucken. Eigenes Kraftfeld. Krass. So, aber wir müssen ja... Wir müssen ja zu unserem Schiff. Ah. Oh. Nein, so wollte ich das aber nicht markieren. Hallo. Derweil können wir ja so Sachen scannen, was wir hier noch nicht kennen. Die schimmern dann immer so ein bisschen rot, wenn wir sie noch nicht haben. Genau, und da werden mehrere, da werden dann noch mehr Mineralien angezeigt, die diese Dinge halt hergeben. Was ziemlich cool ist. So. Nee, was ist das eigentlich? Ein Kamantraktugesia. Genau, und man kann dann auch irgendwann so einen Planeten so vollständig erkunden. Irgendwie so war das, glaube ich. Da können wir gleich mal nachher in den Menüs mal gucken. Und dann bekommt man, glaube ich, auch irgendwie Sachen dafür. I don't know. Beschädigte Maschine? Aber war das die von vorhin? Die müsste das von vorhin gewesen sein, ne? Da haben wir den auch. Gefährliche Flora. Und so kann man nach und nach alles erkunden. Genau, und im späteren Spielverlauf, man craftet dann irgendwie auch immer mehr Zeug. Man baut eine Basis, pipapo. Guck mal, das können wir eigentlich mitnehmen. Und dann handelt man so ein bisschen, man kann sich neue Schiffe kaufen. All sowas, ja. Man kann Pflanzen anbauen, um mehr Kohle zu machen und so. Jetzt wird es Tag und die Temperatur steigt.
kommen wir genau richtig an. Waffenladung aufgebraucht. Ah. So, jetzt wollte ich noch mal kurz mit euch gucken. Genau, bei Entdeckung war das. Genau, das haben wir... Ah, hier, Fauna, genau. Wir sind nämlich auf dem Planeten Exine 5. Wirtschaft, Industrie, aussichtslos. Konfliktstufe sporadisch, Hauptlebensform Gag. Ressourcen, da sieht man so, was hier so an Dings gibt, Wegpunkte 0 entdeckt, also es gibt irgendwie auch spezielle Wegpunkte, ach hier sieht man, wo wir uns genau befinden, überaus warm, häufig, also das sind so, genau, das kann man dann so, und dann kann man das hochladen quasi, ne, wie war das, genau, hochladen, und da kriegen wir halt Geld für, ne? So. Dann kann man der Entdeckung noch einen Namen geben. Aber... mehr Tiere haben wir noch nicht. Aber Mineralien haben wir auch ganz viele hochgeladen. Und kann man halt alles umbenennen, ne? So wie man das selber will. Aber, ja. Genau. Impulsantrieb kaputt. So. Wichtige Ausrüstung zum Starten und Landen. Die Startdüse. Schubdüse. Das System ist schwer beschädigt und für eine Reparatur benötigst du die Wasserstoffgelee und fein reines Ferrit. Baue eine tragbare Raffinerie, um reines Ferrit weiter zu verarbeiten. Okay. Dann werden wir mal sowas bauen, oder? Exo-Anzug. Wie baue ich denn sowas? Das machen wir so. Sammle Ferritstaub. Oh, das können wir noch analysieren. Da
Kommt Natrium mit raus? Aber sehr wenig. Stelle Metallplatte her. Ah. Baumenü. Ah. Das ist echt cool gemacht, oder? Kohlenstoff brauchen wir auch ein bisschen. Verdichteter Kohlenstoff. Manche sagen auch Holz dazu. Nehmen wir jetzt doch einfach mal mit. Funktioniert. Reines Ferrit. Den nehmen wir wieder mit. Krass, dass sie das Menü besser gemacht haben. Finde ich super. Kann ich das Schiff, genau, das kann ich auch umbenennen. Und hoch. Ich weiß. Hoch. Ach, Öl geht nicht. Das ist denn doof. Unser Schiff heißt Volker Racho. So, Volker. Alle Systeme funktionieren. Suche Antworten in den Sternen. Hebe mit W ab. Und das, meine lieben Freunde, machen wir in der nächsten Folge in No Man's Sky.